YKK. Hinter diesen drei Buchstaben steckt ein Imperium. Ein Imperium, das sich über die ganze Welt und Milliarden Menschen erstreckt, dem die Autoindustrie genauso vertraut wie das Militär, die Raumfahrt und Gucci. Seine Geschichte führt uns von einem kleinen japanischen Dorf hinaus in die Welt und bis zum Mond. Es ist die Geschichte eines ungewöhnlichen Unternehmers, der aus dem Nichts einen milliardenschweren Hidden Champion aufgebaut hat, dessen Erbe aber immer stärker unter Beschuss gerät. YKK also. Kennt ihr nicht? Dann hört ihr wohl kein Outcast. YKK ist der größte Reißverschlusshersteller der Welt. Jedes Jahr verkauft das Unternehmen über 10 Milliarden Reißverschlüsse. Das sind einfach mehr Reißverschlüsse, als es Menschen auf der Welt gibt. Glaubt ihr mir nicht? Dann schaut mal auf eurer Jeans nach. Wir warten kurz. Okay, aber wofür stehen diese drei Buchstaben eigentlich? In diesem Video lösen wir das Rätsel und erzählen euch eine noch viel krassere Story. Wie ist YKK so unfassbar erfolgreich geworden? Wir haben 7 Faktoren identifiziert. Let's go! Stellt euch mal kurz ein Leben ohne Reißverschluss vor. Dann gäbe es halt einfach solche Outfits nicht. Als der erste Reißverschluss der Welt gilt übrigens ein US-Patent aus dem Jahr 1893 von diesem Mann hier, Whitcomb Judson. Der Legende nach war der Amerikaner genervt davon, die Schnürsenkel an seinen Schuhen zu binden und suchte nach einer besseren Lösung. I feel you, buddy. Übrigens, wenn ihr uns öfter mal bei so spannenden Sachen wie Schuhe binden sehen wollt, dann freuen wir uns wirklich sehr über euer Abo. Zurück zu Whitcomb Judson. Der hat seine Erfindung mit dem Namen Class Blocker 1893 auf der Weltausstellung in Chicago vorgestellt. Aber die Besucher haben sich mehr für das erste elektrische Riesenrad der Welt interessiert. Judson ist dann 1909 in dem Glauben gestorben, dass seine Erfindung eine totale Sackgasse war. Ein paar Jahrzehnte später ist der Reißverschluss aber dann aus der Modewelt nicht mehr wegzudenken. Die wichtigsten Hersteller sitzen zu dieser Zeit in den USA und Europa. Japan spielt da absolut keine Rolle. Bis Tadao Yoshida auf der Bildfläche erscheint. Und damit wissen wir schon mal, wofür das Y in YKK steht, für den Nachnamen des Gründers. Tadao Yoshida ist das, was man heute Selfmade nennt. Ohne einen richtigen Schul-, geschweige denn Uni-Abschluss, zieht er Ende der 1920er Jahre von einem kleinen japanischen Küstendorf in die große Stadt, Tokio. Er hat aber etwas, was man eh nicht in der Schule lernt. Geschäftssinn und Risikobereitschaft. 1934 übernimmt Yoshida ein kleines Reißverschlussgeschäft. Ein paar Jahre später registriert er das Unternehmen als Yoshida Kogyu Kabushigaishika. Oder warte mal ganz kurz, ich spiele euch das mal vor. Danke an meine Freundin Reiko aus Tokio. Yoshida Kogyu Kabushigaishika. Auf Deutsch heißt es tatsächlich nur Yoshida Industrie GmbH. Und damit ist das Rätsel um die drei Buchstaben gelöst. Zurück zu Yoshida. Der setzt alles auf eine Karte und investiert den gesamten Jahresumsatz seines kleinen Reißverschlussladens in eine sogenannte Chain Machine aus den USA. Also eine Maschine für die serienmäßige Herstellung von Reißverschlüssen. Das war der erste smarte Move. Und dann macht er etwas, das die Zukunft seines Unternehmens vielleicht für immer verändert hat. Er entwickelt 1964 seine eigene Reißverschlussmaschine für die Massenproduktion, die CM6. Laut YKK damals die beste ihrer Art. Seitdem und bis heute produziert YKK ausschließlich mit eigenen Maschinen. Und das ist der erste Faktor der YKK-Erfolgsformel, vertikale Integration. So nennt man es, weil ein Unternehmen alle Fertigungsschritte von den Rohstoffen bis hin zum Verkauf an den Endkunden in der Hand hat. Und genau so ist es bei YKK. Vertikale Integration hat einige Vorteile. Sie kann zum Beispiel Kosten in der Wertschöpfungskette senken und sicherstellen, dass wichtige Komponenten der Produktion immer vorhanden sind. Es gibt aber auch ein paar Nachteile, zum Beispiel den hohen Kapitalaufwand für Investitionen oder verlorene Skalen- und Spezialisierungseffekte. Clever gemacht kann vertikale Integration aber für einen krassen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz sorgen. Und YKK wusste den richtig gut auszunutzen. In den 1960er Jahren beherrscht das Unternehmen schon 95% des japanischen Reißverschlussmarkts. Da kann man dann im Grunde schon von einem Monopol sprechen. Aber Yoshida ist noch lange nicht fertig. Er will aus seinem Unternehmen einen globalen Player machen. Schauen wir uns das mal kurz in der Theorie an. Will ein Unternehmen international expandieren, hat es sehr vereinfacht gesagt zwei Optionen. Erstens, das Unternehmen produziert in einem Teil der Welt und exportiert seine Waren dann von dort in andere Länder. Das machen heute viele Unternehmen, weil die Produktionskosten in Asien viel geringer sind als in Europa oder den USA. Apple zum Beispiel lässt seine iPhones größtenteils in China zusammenschrauben.
Oder man wählt die zweite Option. Das Unternehmen geht mit seiner Produktion dahin, wo die Kunden oder wichtige Zulieferer sind, baut also an verschiedenen Standorten der Welt Fabriken. BMW zum Beispiel produziert seine Autos an 30 Orten auf der ganzen Welt. Yoshida entscheidet sich in den 60ern für den zweiten Weg, expandiert sein Unternehmen nach und nach in immer mehr Länder. Das erspart ihm Einfuhrzölle und bringt ihn näher ran an seine Kunden. Heute hat das Unternehmen Niederlassungen auf der ganzen Welt. Mehr als 44.000 YKK-Mitarbeiter arbeiten in 72 Ländern. Nicht überall wird auch produziert, aber jeder Standort ist auf seine Region spezialisiert. In Deutschland vertreibt und produziert YKK zum Beispiel Reißverschlüsse für die Arbeitskleidung der Postbeamten, der Polizei und der Bundeswehr. In Frankreich werden Reißverschlüsse für den Luxusmarkt hergestellt. Und in Asien macht YKK Reißverschlüsse für den Massenmarkt. Diese multinationale Aufstellung ist der zweite Erfolgsfaktor von YKK. Das sagt auch Sibylle Egele von der Automarke Dynafit. Bei denen kommen so gut wie alle Reißverschlüsse von YKK. Für uns in der Produktentwicklung ist ein Unterschied, dass wir eben durch das globale Produktionsnetz von YKK die Möglichkeit haben, die Lieferwege für diese Zutaten, also für den Reißverschluss, zu unseren Produktionsstätten auch zu minimieren, weil die eben in den verschiedenen Ländern präsent sind. Unter anderem in den USA. Die Geschichte des Unternehmens dort ist krass faszinierend. Und das nicht nur, weil der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter darin auftaucht. Um die Jahrtausendwende wandert ein Großteil der amerikanischen Textilindustrie nach Asien. Natürlich, um Kosten zu sparen. Das sieht man auch ganz gut in dieser Grafik hier. Ab dem Jahr 2000 nehmen die Textilimporte aus China in die USA rapide zu. Das heißt, es wird weniger in den USA und mehr in China produziert. Das trifft auch YKK. I mean, the business, we absolutely could have gone out of business in the United States. I mean, it was probably so close. Aber anstatt das US-Geschäft aufzugeben, sucht sich YKK neue Abnehmer und findet sie auch. Es sind Kunden, die ihre speziellen Wünsche direkt vor Ort von Ingenieur zu Ingenieur besprechen wollen. And so that's why space industry, automotive industry, the American military, the really high value added, like what are the things where that zipper is going to save somebody's life? You know, so something like a spacesuit, maybe, you know, that's made in Macon, Georgia by somebody who is literally checking each of those zippers one by one to make sure that zipper is not going to fail. Von Jeans hin zu Militärausrüstung. Wir sehen an diesem Strategiewechsel in den USA einen weiteren Erfolgsfaktor von YKK. Das Unternehmen passt sich schnell an Veränderungen auf dem Markt an. Diese Agilität, trotz der Größe des Unternehmens, ist ziemlich beachtlich. So, und jetzt schulde ich euch, glaube ich, noch Jimmy Carter. Jimmy who? Jimmy Carter. Jimmy who? I don't know who he is. Dafür gehen wir noch mal ein paar Jahrzehnte zurück. In den USA gibt es Anfang der 60er nämlich schon einen Platzhirschen auf dem Markt für Reißverschlüsse. Das amerikanische Traditionsunternehmen Talon. Und das hat den Markt fest in der Hand. Schätzungsweise 7 von 10 Reißverschlüssen kommen in den 60ern von denen. Dann erscheint YKK auf der Bildfläche. Und der Marktanteil von Talon schrumpft in den nächsten 20 Jahren auf die Hälfte, also ca. 35% zusammen. Heute sind es schätzungsweise nur noch ein paar Prozentpunkte. Wie viel davon an YKK gegangen ist, weiß man nicht so genau. Es gibt aber einen Artikel in der New York Times aus dem Jahr 1981, der da ziemlich aufschlussreich ist. Der Autor schreibt darin, dass die Herausforderung für Talon es jetzt sei, wettbewerbsfähiger mit YKK zu werden. Das japanische Unternehmen werfe seit vielen Jahren einen Schatten nicht nur über Talon, sondern über die gesamte amerikanische Reißverschlussindustrie. Da habt ihr es schwarz auf weiß. YKK hat Talon und den anderen Herstellern das Leben richtig schwer gemacht. Der französische Wirtschaftswissenschaftler François Lévesque hat vor ein paar Jahren mal einen ausführlichen Aufsatz über YKK geschrieben. Er sagt, YKK lieferte einfach vergleichbare, wenn nicht sogar bessere Qualität zu besseren Preisen. Und YKK war innovativer. Das Unternehmen hat Stand heute mehr als 6.000 Patente angemeldet, zum Beispiel für wasserdichte oder schwer entflammbare Reißverschlüsse. Oder den Y-Zip, den viele Jeansmarken bis heute verwenden. Und das ist Erfolgsfaktor Nummer 4. Innovation und Qualität. YKK verspricht, dass seine Reißverschlüsse selbst nach dem 10.000. Öffnen und Schließen nicht kaputt gehen. Und das ist für Modehersteller krass relevant. Niemand will bei Wind und Wetter irgendwie am Berggipfel oben stehen und der Reißverschluss geht nicht zu. Und letztendlich, wenn der Reißverschluss nicht funktioniert, dann stellt der Kunde natürlich die Qualität des Dynafit-Produkts in Frage und nicht des Reißverschlusses an sich. In den USA spielte YKK die Konkurrenz jedenfalls in kürzester Zeit so an die Wand, dass es sogar bei dem Menschheitsereignis schlechthin die Nase vorn hatte, der Mondlandung.
Als die Amerikaner Neil Armstrong und Buzz Aldrin 1969 die Mondoberfläche betreten, sind ihre Raumanzüge mit Reißverschlüssen von YKK ausgestattet. Was für ein krasser Schlag ins Gesicht der amerikanischen Hersteller. Aber bei YKK lief es einfach zu der Zeit. Als das Unternehmen in den 70ern in Georgia eine große Fabrik baut, schließt Yoshida eine Freundschaft mit dem ehemaligen Gouverneur dort, dem späteren US-Präsidenten Jimmy Carter. Der ist vor allem von Yoshidas Philosophie des Cycle of Goodness angetan. Niemand gedeiht, ohne einen Nutzen für andere zu schaffen. Und damit haben wir Erfolgsfaktor Nummer 5, Werte. Das Unternehmen hat sich zum Beispiel schon in den 90ern zum Umwelt- und Klimaschutz verpflichtet. Klar, mit seinen Milliarden Reißverschlüssen ist auch YKK Teil der extrem ressourcenintensiven Fashion-Industrie. Die Philosophie von YKK geht aber über die Umwelt hinaus. Think about your customers, think about your employees, think about your community, and none of those stakeholders is more important than the other. Es gibt da ein paar Anekdoten, die das ganz gut zeigen. Mehrere Male verhinderten die Manager der Fabrik in den USA größere Entlassungswellen, indem sie anderswo im Unternehmen Kosten eingespart haben. Und beim Bau der Fabrik entschied sich das Unternehmen dafür, eine moderne Klimaanlage einzubauen, was die Gesamtkosten des Projekts um 15% nach oben trieb, den Arbeitsplatz aber sicherer und angenehmer für die Mitarbeiter gemacht hat. Ich will hier keine kostenlose PR für YKK machen, aber ich finde das schon beachtlich. Gerade erst haben wir eine gigantische Entlassungswelle bei den ganzen Tech-Startups erlebt. Da werden die Mitarbeiter einfach von heute auf morgen auf die Straße gesetzt. Und denk mal an die ganzen Berichte über die Arbeitsbedingungen bei Amazon oder den Lieferdiensten. So, und wenn ihr jetzt schon drauf und dran seid, YKK-Aktien zu kaufen, muss ich euch leider enttäuschen. YKK war bis heute nie an der Börse. Das engt natürlich einerseits den finanziellen Spielraum des Unternehmens ein, sorgt aber auch für einige Freiheiten, womit wir beim sechsten Erfolgsfaktor wären. Aktiengesellschaften müssen für jedes Quartal einen Geschäftsbericht veröffentlichen. Und die Anleger wollen natürlich auch sehen, dass der Laden läuft. In einem ausführlichen Artikel über das Unternehmen im Harvard Business Review wird die Eigentümerstruktur von YKK auch nochmal hervorgehoben. Dass YKK nicht börsennotiert ist, gebe dem Unternehmen viel Flexibilität bei strategischen Entscheidungen, ohne ständig dem Druck vierteljährlicher Rendite ausgesetzt zu sein. Die Finanzberichte von YKK zeigen über die Jahre ein langsames, aber stetiges Wachstum. Das unterscheidet das Unternehmen ganz klar von den WeWorks und Delivery Heroes dieser Welt. Einige Startups verbrennen in kürzester Zeit viel Geld, nur um richtig schnell zu wachsen. Die meisten werden aber nie profitabel und verschwinden nach ein paar Jahren wieder in der Versenkung. Ganz anders sieht das bei YKK aus. 2021 hat das Unternehmen mit Reißverschlüssen, Knöpfen und anderen Verschlussprodukten 2,3 Milliarden Euro Umsatz gemacht und spielt damit in einer Liga mit Lamborghini. Lamborghini, Leute! Um auf diese Summe zu kommen, hat YKK 2021 ungefähr 3 Millionen Kilometer Reißverschluss verkauft. Damit könnte man die Erde einfach 80 Mal umwickeln. Kein Unternehmen verkauft mehr Reißverschlüsse und das, obwohl YKK längst nicht der günstigste Anbieter auf dem Markt ist. YKK ist auf jeden Fall ein hochpreisiger Anbieter, aber mit dem Qualitätsversprechen und mit den Qualitätsstandards ist es gerechtfertigt. Diese Milliarden Reißverschlüsse landen übrigens nicht nur in der Textilindustrie. YKK macht wirklich Reißverschlüsse für alles. Raumanzüge, Fischernetze, Tauchanzüge, Reißverschlüsse für Dudelsäcke, Windeln oder Zelte. Und das ist der siebte Erfolgsfaktor von YKK, Diversifizierung. Das Unternehmen hat sich nicht auf der Textilindustrie ausgeruht, sondern immer neue Märkte erschlossen. Fassen wir also nochmal zusammen. Welche Faktoren haben YKK zum weltgrößten Reißverschlusshersteller gemacht? Das Unternehmen ist vertikal integriert. Es ist ein multinationaler Konzern mit Standorten auf der ganzen Welt. Es ist agil. Seine Innovationen und Qualität zeichnen es aus. Es hat Werte. Es ist im Privatbesitz und es ist stark diversifiziert. Das ist natürlich jetzt keine vollständige Anleitung für garantierten Unternehmenserfolg. Und man kann auch über alle Punkte streiten. Die Autoren des Artikels in der Harvard Business Review argumentieren zum Beispiel, dass YKK vielleicht viel Wachstum verschenkt, weil es nicht an der Börse ist. Und der Wettbewerb wird immer härter, vor allem aus China. In den Medien ist sogar von einem Reißverschlusskrieg mit dem chinesischen Anbieter SBS die Rede. Der beliefert inzwischen einige namhafte Kunden, zum Beispiel Adidas oder Fendi. Noch ist YKK aber das absolute Branchenschwergewicht. François Levesque fasst es in seinem Aufsatz so zusammen. Das Reißverschlussgeschäft hat sich nach und nach weiterentwickelt. Von einem Business, das von nationalen Champions dominiert wurde, hin zu einem Markt, auf dem ein beherrschendes, multinationales Unternehmen, YKK, mit einem kompetitiven Rand koexistiert, der aus Hunderten, hauptsächlich chinesischen Unternehmen besteht. YKK hat zwar kein Monopol, per Definition gibt es in so einer Marktform nur einen Anbieter und keine Konkurrenz. So ist es auf dem Reißverschlussmarkt ja aber nicht.
Trotzdem wird YKK oft als Quasi-Monopolist in einigen Segmenten gesehen, zum Beispiel bei Jeans oder im Funktionsbereich. Es gibt andere hochwertige Hersteller. Was passiert, ist natürlich so ein bisschen so ein Login-Effekt. Man arbeitet mit YKK, man ist den YKK-Standard gewöhnt, man arbeitet mit YKK mit der Standard-Farbpalette. Dann andere Reißverschlüsse mit einzubauen, das wird dann ein bisschen schwieriger, deswegen konzentriert man sich gerne auf wenig Lieferanten. Die marktbeherrschende Stellung von YKK hat dem Unternehmen 2007 sogar mal eine saftige Kartellstrafe von der EU eingebracht. Damals musste YKK 150 Millionen Euro zahlen, weil das Unternehmen über 10 Jahre hinweg Preise mit 4 anderen Herstellern abgesprochen und vertrauliche Informationen ausgetauscht hatte. Nicht alles in der Unternehmensgeschichte von YKK ist also rosig. Und der Erfolg ist natürlich auch nicht für immer in Stein gemeißelt. Der Druck wächst und es ist völlig ungewiss, wie sich der Markt mit der wachsenden Konkurrenz aus China entwickelt. Tadao Yoshida hat sich von nichts aufhalten lassen. Mit visionären Entscheidungen, Risikobereitschaft, Fleiß und natürlich auch einer Prise Glück hat er aus dem Nichts einen milliardenschweren Konzern geschaffen, den es bald seit 100 Jahren gibt und dessen 3 Buchstaben auf Milliarden Kleidungsstücken prangen. Die Geschichte von YKK steht in starkem Kontrast dazu, wie in vielen Unternehmen heutzutage gewirtschaftet wird. Auf Pump, ohne nachhaltiges Wachstum und ohne Rücksicht auf Verluste, sprich Mitarbeiter. Daraus kann man, finde ich, viel lernen. Vielleicht muss es nicht immer der milliardenschwere Börsengang sein, die krasseste Rendite oder der egozentrischste Unternehmensboss. Ja, Elon, ich meine dich. Vielleicht tun es ein gesundes Wachstum, glückliche Mitarbeiter und zufriedene Kunden auch. So, das war unser Tag zum Mysterium um YKK. Und jetzt alle mal in die Kleiderschränke schauen. Wie viele YKK-Reißverschlüsse könnt ihr zählen? Findet ihr auch einen von SBS? Und wie gefallen euch solche Unternehmensporträts? Ab damit in die Kommentare. Und wenn ihr Bock auf mehr Wirtschaftscontent von uns habt, schaut doch mal in dieses Video über die große Daytrading-Lüge rein. Und wenn ihr euch die Story hinter dem Hype um Balenciaga reinziehen wollt, gibt es die, wo sonst, bei unseren Kollegen von Hype Culture.